müsst ihr mal verstehen, also setzt euch mal euch in der Rolle rein, so, ihr spielt was, so, ja, super, ey, voll geil, du machst so die geilste Musik, so, bam, bam, weißt du, und dann kommt so ein Typ so an, hä, wie machst du das, und fragt sich das dann drei Videos oder 10 Videos immer gleich, wie machst du, ey, wie hast du das gemacht, ey, cool, cool, da denkst du etwa so, bist du verrückt, bist du Lallikopf oder so, also Leute, googelt nach, Google ist euer Freund, hier, Google übersetzt dann benutze ich, aber Google, allgemein, Google ist euer Freund, bitte, Google Kids ist im Forum, alles mögliche, ja, das war etwa, was sie alles hier hatten auch noch. Allgemein muss ich sagen, Evo Games haben sogar ein Forum. Das hab ich nicht gewusst. Also ich weiß auch drauf, hab's vielleicht übersehen. Aber die haben ein Forum. Das ist entertainmentworldonline.de. Da gehen wir mal drauf und hier sehen wir Entertainment World. Also geil gemacht. Hier schon mit Einländen, Newsflash, geil. Hier eine kleine Willkommensnachricht. Dann hier Top 5 Poster, neues Mitglied, letzte Beiträge. Man sieht's alles hier von Evo Games. Also da stehen alle aktuellen News von denen, was sie machen. Updates, alles mögliche, steht alles, Lob, Kritik, Verbesserungsschläge, ihr könnt alles da machen, was ihr wollt, also auch so Beleidigung und so ein Driss halt, das ist ja normal, und ja, wenn ihr euch da Driss interessiert, so, am meisten über Evo Games, wir wollen jetzt wissen, was jetzt kommt als nächstes, geben sie uns Tipps oder Technik und sowas, geht rein, wozu gibt's ein Forum, da könnt ihr fragen, und ja, lasst euren wilden Fragen einfach den freien Lauf, so, ja. Nebenbei haben sie auch noch hier eine Shortbox, sehe ich gerade. Cool. Also das ist cool. Das ist geil gemacht. Das ist chillig. Ja, stehen wahrscheinlich alle aktuellen News und sowas oder ähnlich. Oder Fragen zu Evo Games werden damit beantworten oder zum Beispiel. Ja, wie man sieht hier, letztes eben gesehen. Ups, nicht roter Scroll, sorry. Roter Scroll bitte. So, hier steht auch zum Beispiel, das 100 Abonnenten Special Video ist cool. Sei schon drauf gehabt wurde, freut mich, das zu hören. Wahrscheinlich werden wir demnächst öfter solche Special mit Multiplayer Spielen machen. Also, was war mehr? Die Seite speichere ich mir eben mal kurz ein. So, naja, mach gleich, egal. Ja, kommen wir mal zurück wieder zu der Seite. Also, was soll ich sagen? Es tut mir nochmal leid, dass es zu spät gekommen ist, das Feedback an Evo Games. An euch Leute und an meine 100 Abonnenten und alle anderen, die gerade zuschauen und es gerade merkt so, aha, der zeigt uns noch einen Let's Player, aber nicht nur ein Let's Player, sondern dazu 4 Let's Player in einem Channel. Abonniert hier doch mal. Abonnieren kostet nichts, ist schade nicht, ihr kriegt neue News, alles besser. Schickt eine Freundschaftsanfrage, vielleicht nehmen sie auch an. Ich weiß es nicht, das ist halt so eine Sache. Ich sehe jetzt zwar nichts, aber doch, sie nehmen auch Freunde an. Und ja, was soll ich sagen? Guckt euch Evo Games an, bewertet bitte ihre Videos, abonniert sie doch und ja, was soll ich noch sagen? Danke fürs Zuschauen, Leute, und Evo Games, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommt noch eine kleine Entschädigung dazu noch, also noch ein extra Video für euch. Und das werde ich euch ja wahrscheinlich schreiben oder so auch sagen, was darin vorkommt, was detaillierter wird, egal wie. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wie gesagt, tut mir leid. Und ich würde sagen, Leute, guckt auf meinen Kanal, guckt auf Evo Games Kanal nach aktuellen News, ob neue Displays für ihn sind, ob, egal was da ist, noch da ist oder von mir neue Feedbacks über neue Leute, die ich vorstelle. Aber hauptsächlich geht mir erstmal auf Evo Games, abonniert sie und kommentiert sie, bewertet sie und fragt bitte keine dummen Fragen. Dankeschön. Also ich würde sagen, Leute, wir sehen uns. Euer Total Chaos ist wieder hier raus und wir sehen uns vielleicht im nächsten Feedback. Bis dann, Leute. Man sieht sich.